Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der aktuellen My Little Box für dich. Und ist die nicht wunderschön? Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ein paar Facts vorab. In der My Little Box, die monatlich erscheint und aus Frankreich kommt, bekommen wir jeden Monat 3 Beauty-Produkte und 2 Trend-Accessoires. Sie kostet 17,90 Euro pro Box. Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an die liebe Stefanie und das komplette My Little Box-Team, dass das möglich ist. Und deswegen kann ich auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau, wir haben manchmal eine Box, manchmal haben wir eine Tasche. Dieses Mal haben wir eine Tasche und das ist schon mal das erste Trendaccessoire, was ich ziemlich cool finde. Außerdem, was wollte ich noch dazu sagen, gibt es einen Code, genau, Colorful. Damit kannst du 5 Euro auf deine erste Box tatsächlich sparen, was ich ganz cool finde. Die ist dieses Mal erschienen in so einem Karton, den ich ganz hübsch finde, in so einem Lila, ne? A Dash of Purple, also quasi ein bisschen lila, natürlich. Color Your Life, She Comes in Colors Everywhere, She's Like a Rainbow. Das ist ein Zitat von den Rolling Stones, okay. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Lied der Text kommt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, falls ihr das wisst. Und dann haben wir noch ein paar Sticker mit dabei gehabt. Das finde ich auch schön. Das kann ich, wenn ich so Kärtchen schreibe, ne? Wenn ich Verlosungspakete verschicke, mit in die Kärtchen rein kleben, finde ich hübsch. La vie en couleur, das Leben in Farben. Richtig toll. Und ey, die Tasche gefällt mir auch. Ich verwende die gerne weiter, entweder für mich selber, dass ich da Produkte drin aufbewahre oder wenn ich Verlosungspakete packe, weil das natürlich auch immer super in die Verlosungspakete reinpasst, um die Produkte gut darin aufzubewahren. Und die ist halt so schön bunt, hat hier an den Seiten noch so wie Rüschen, aber halt auch in diesem Jute-Stoff, finde ich mega schön. Jetzt mache ich die Tasche auf und sehe direkt die Produkte und es ist ganz schön gut gefüllt. Hier haben wir von John Frieda Volume Lift, nicht beschwerendes Trockenshampoo. Ja, erfrischt das Haar und verleiht Volumen zwischen den Haarwäschen. Ich persönlich verwende ja nicht wirklich Trockenshampoo, weil ich jeden Abend duschen gehe, ne? Deswegen wird das auf jeden Fall weiter wandern, ist aber nicht schlimm. Also ich finde John Frieda ist eine ganz, ganz tolle Marke und es wird sicherlich der einen oder anderen sehr gut gefallen. Hat immer einen ganz tollen Duft und eine tolle Pflegewirkung. Ich habe auch aktuell aus der letzten oder vorletzten My Little Box das Shampoo von John Frieda in Anwendung, was ich echt toll finde. Und ja, mega. Also das ist schon mal ein schönes Produkt, auch wenn ich es selber nicht verwenden kann, ist es okay, finde ich. Dann habe ich hier was drin von Belief und Belief ist eine Marke, die hatte ich schon mal irgendwo in einem Adventskalender drin oder in einer anderen Box. Ich weiß es nicht, aber auch eine ganz gute Marke. The True Cream Moisturizing Bomb. 10 ml haben wir hier drin enthalten und das soll 26 Stunden Feuchtigkeit spenden, was ich mit meiner trockenen Haut halt wirklich immer sehr, sehr gut gebrauchen kann tatsächlich, ne? Face Cream, Gesichtscreme steht hier einfach drauf. Einfach gleichmäßig auf Gesicht und Hals aufteilen, aufmachen, drauf machen, nach einem Serum, natürlich. Und genau, sollte auf jeden Fall. Hier, Belief is a true herbal cosmetic brand. Also das ist halt wirklich so eine Herbal. Herbal sind Kräuter, ne? Also das ist eine sehr, sehr natürliche Geschichte und das finde ich voll schön. Und ja, mega. Also wir packen die auch mal aus und gucken uns die mal an. Finde ich echt interessant, wenn wir halt so kleine Geschichten auch mit dabei haben. Dann kann man einfach schauen, inwiefern man das verträgt. Wer schreibt mir denn da? Aha. Okay, genau, finde ich extrem schön und genau, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich mag auch gerne Tiegel. Riecht sehr angenehm und sieht auch so schön cremig aus, ne? Finde ich cool. So einen kleinen Tiegel, den hat man auch gerne mal so stehen. Jo. Wie gesagt, dann kann man immer gut ausprobieren, ob man das so verträgt. Wenn es halt so ein großer Tiegel mit direkt 50 ml ist, freut man sich natürlich drüber, dass man eine Full Size in der Box drin hat. Aber man ärgert sich, wenn es halt ein Produkt ist, was man nicht so verträgt, ne? Ja, gut, dann habe ich hier das nächste Produkt, und zwar haben wir hier dekorative Kosmetik, das finde ich klasse, wird in meinen Full-Face-Beauty-Boxen wandern und ich habe tatsächlich auch gerade erst meinen Full-Face-Beauty-Boxen für September abgedreht und ja, das hier kommt dann in den Oktober natürlich rein. OO Solution Headline Eyeliner, 100% natürlichen Ursprungs und 25 Pflanzen mit Bio-Organic Extracts, 4,5 ml haben wir hier drin enthalten.
Die Marke sagt mir persönlich jetzt gerade so nicht wirklich was, aber das ist halt immer so die Geschichte, ne? Du hast halt hier eine Box, die aus einem anderen Land kommt und dann ist es nicht so, dass ich jetzt irgendwie bei uns in Douglas oder so reingehe und da dann immer so die Marken sehe. Das sind dann halt auch so neue Marken, das finde ich immer sehr, sehr spektakulär. Das hier ist ein Dip Eyeliner, ui, da habe ich ein bisschen Angst vor, aber müssen wir mal gucken, wie ich das so voneinander bekomme. Na, hallo Fokus, möchtest du uns vielleicht, ja. Sehr schön. Aber der ist sehr schmal, ne? Das finde ich auch wieder ganz gut. Aber Dip Eyeliner habe ich wirklich immer ein bisschen Respekt vor, weil man da sehr präzise mit arbeiten muss. Schaut so aus. Da muss ich mal gucken, ob ich damit klarkomme, ne? Aber man wird ja immer wieder vor neue Herausforderungen im Leben gestellt. Genauso wie den Fokus zu finden. Hallo? Hallo? Er möchte nicht. Ist aber ein sehr zickiger Fokus, muss ich gestehen heute, ne? Okay, ja, aber finde ich cool, dass wir hier einen Eyeliner mit drin haben. Hier haben wir schon mal 3 Produkte plus die Tasche halt, ne? Also 4. Und jetzt kommen wir zum 5. Produkt und das ist auch wieder ein Trend-Accessoire. Pop It. Von der My Little Box Eigenmarke. Notfallkerze, um die Stimmung zu retten. Sehr cool. Du weißt nicht warum, aber heute fühlst du dich irgendwie mürrisch. Ganz klar. Du musst die Flamme neu entfachen. Öffne den Deckel und zünde ein Streichholz an. Diese Kerze duftet nach Lilien und Inspiration. Ich liebe die Beschreibung, die halt auf den Produkten drauf sind von der My Little Box. Hier diese Accessoires halt, ne, die mit reinpacken. Weil das immer so... Weiß ich nicht, das ist so ganz speziell. So ganz speziell und herzlich, mag ich immer sehr, sehr gerne. Und hier haben wir dann auch ein, süß, so ein kleines Döschen. Ne? Sieht schon mal ganz cool aus. Und dann schauen wir mal. Oh mein Gott, riecht das gut. Also, schwierig. Weil man könnte sagen, es riecht vielleicht auch ein bisschen nach einer erfahrenen Dame, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich mag den Duft. Das finde ich, oh, so angenehm. Die kommt auf jeden Fall entweder hier in den Hintergrund oder bei uns ins Wohnzimmer. Ich kann gar nicht aufhören, dran zu riechen, weil das für mich so gut riecht. Mag ich gerne. Also es hat einen sehr blumigen Duft mit drin. Also dass es jetzt nach Lilie riecht, könnte ich jetzt so nicht direkt auf den ersten Schnuff sagen, ne? Es riecht halt blumig, es riecht etwas schwerer. Und ich mag den Duft. Das ist cool. Das ist ein tolles Trendaccessoire. Also wir haben hier schöne Produkte in der Box drin enthalten. Und ja, da kann ich auf jeden Fall gut was mit anfangen. Es ist werttechnisch wahrscheinlich jetzt nicht so ultimativ krass, weil es halt nur ein paar Produkte sind. Manchmal haben wir ja auch so, ich meine, gut, wir sind von letzten Monat halt hardcore verwöhnt, weil da war das die Kooperation mit Estee Lauder, ne? Das war natürlich hammermäßig. So einen hohen Wert haben wir jetzt natürlich nicht mit drin, aber es sind Produkte, die halt durchaus brauchbar sind, die man jetzt so zur etwas kälteren Jahreszeit gut verwenden kann, wie zum Beispiel hier die Kerze, das ist halt total schön, das passt halt irgendwie. So eine Tasche kannst du immer gebrauchen. Einen Eyeliner kann ich persönlich immer gut gebrauchen, genau wie eine Gesichtscreme halt auch. Und ja, Trockenshampoo, gut, das fällt halt für mich raus. Aber ich bin sehr glücklich über diesen Inhalt, über die Box und bedanke mich von Herzen bei der lieben Stefanie wieder. Denkt auf jeden Fall an den Code, dass ihr da ein bisschen was sparen könnt. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Mensch, das war jemand sehr penetrant hier. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.